Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mal ein Format mit euch ausprobieren, was ich schon länger plane. Und zwar möchte ich gern mit euch zusammen kochen. Das heutige Rezept ist ein gefüllter Filouteig. Und ja, ich zeige euch erstmal, was wir an Zutaten brauchen. Wir brauchen 2 Eier. Einen Feta-Käse a 200 Gramm, 2 rote Zwiebeln, 2 Tomaten, 1 Paprika und einen fertigen Filouteig a 250 Gramm. Das Rezept ergibt so ungefähr 4 bis 5 Portionen. Ihr werdet das Rezept auch auf meinem Kiloporzel-Blog finden. Wenn ihr also da Interesse habt, schaut da rein. So, ihr Lieben, wir legen los. Bevor ich es vergesse, was ich bei den Zutaten vergessen habe, wir brauchen natürlich auch noch Gewürze. Ich werde mein klassisch würzen, also passend zu Feta und Paprika, bisschen italienisch angehaucht. Das heißt, ich nehme zum Würzen Knoblauchpulver und ich nehme eine italienische Kräutermischung. Die stelle ich mir gleich raus. Wo habe ich sie? Hier habe ich sie. Und genau, ich nehme kein Salz extra, weil den Feta, den ich habe, den hatte ich schon mal, da weiß ich, dass der salzig ist. Wenn ihr einen sehr milden erwischt, empfehle ich euch auch ein bisschen salzen. Das erste, was wir machen müssen, ist natürlich unser Gemüse schneiden. Ich sage dazu, wundert euch nicht, ich bin nur ein Hobbykoch und meine Ausrüstung ist auch nicht alles mehr perfekt. Gut, ich habe jetzt erstmal relativ neue Sachen. Weil ich ja jetzt erst neu ausgestattet habe, aber im Allgemeinen, wenn mal hier was nicht so ganz so sauber aussieht, das liegt einfach daran, dass es älteren Alters ist und da geht halt nicht mehr immer alles weg. Genau. Fürs Gemüse, ich bevorzuge es nicht allzu fein geschnitten. Deswegen mache ich einfach grobe Würfel. Das ganze Gemüse habe ich schon vorgewaschen. Auch da ist also nichts mehr dran. Weil ich wasche das in der Regel schon, wenn ich es eingekauft habe und in den Kühlschrank packe, außer es kommt in Folie. Weil da muss ich mich beim Kochen nicht mehr drum kümmern. So. Genau, meine Schnitttechnik ist vielleicht auch ein bisschen eigen. Weil, wie gesagt, ich bin kein Profikoch so. Jetzt gebe ich das Gemüse dann einfach alles in eine große Schüssel und das werden wir später noch brauchen. Dann die Tomaten. Wichtig ist, schneidet den grünen Bipsel raus.
Der ist nämlich nicht so gesund. Ich vergesse es teilweise auch, also ich mache es auch nicht immer, aber es ist besser, wenn der raus ist. Genau, wenn wir gerade dabei sind, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet, dass wir jetzt auch zusammen kochen. Ich dachte, das ist vielleicht ab und zu mal eine gute Ergänzung. Schreibt mir auch in die Kommentare, ob euch das dann zu viel wird auf dem Kanal, zu viele verschiedene Themen. Dann lasse ich das Kochen vielleicht wieder weg. Wobei das wird sowieso ein seltenes Thema sein, weil ich selten die Zeit habe, beim Kochen halt die Kamera mitlaufen zu lassen. Und genau, schreibt mir auch mal in die Kommentare auf, was ihr ändern würdet. Ich sehe jetzt schon, das rote Brett zum Beispiel ist nicht optimal. Ich habe halt überwiegend rote Bretter. Für das nächste Mal bereite ich dann aber das grüne oder das weiße vor. Dann seht ihr ein bisschen besser. Wobei, das kommt wahrscheinlich auch auf die Zutaten an. Ein Hinweis für die Paprika: Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn die Kerne oder das Weiße zu einem Gutteil drin bleibt. Das ist sogar für die, die wie ich abnehmen wollen, von Vorteil, weil in den Kernen und in dem Weißen sind ganz viele Bitterstoffe. Und das ist auch der Grund, warum die nicht sonderlich gut schmecken. Aber diese Bitterstoffe sind halt sehr gesund und machen satt. Und wenn das dann gekocht wird in so einer Füllung, dann fällt das auch nicht so auf, also geschmacklich. Deswegen bin ich da jetzt auch nicht so penibel, wenn da so ein paar mit dazwischen sind. So, und nach dem Gemüse kommt jetzt auch noch der Feta da mit rein. Ich mache dann mal so, ich schneide die erste Rolle Samtplastik. Dann kriegt man den nämlich gut aus der Verpackung. Und da der ja sehr krümelig ist, schneide ich den noch ganz grob. Und dann kommt er mit in die Füllung. So. Die Füllung würze ich jetzt noch mit, wie gesagt, Knoblauch und einer italienischen Kräutermischung. Und dann nehme ich mir nur noch einen großen Löffel. Und rühre das durch. Ich liebe Holzlöffel, ich koche am liebsten mit Holzlöffeln. Deswegen nehme ich da jetzt auch einen Holzlöffel für. So. Dann sind wir mit dem Schnitzeln auch schon fertig.
Dann bereiten wir uns als nächstes das Backblech vor, beziehungsweise ich nehme lieber ein Rost und darauf packe ich mir halt so eine Backmatte. Wenn ihr keine Backmatte habt, ihr könnt euch auch ein Blatt Backpapier nehmen. Nur ich finde das mit den Backmatten besser, weil die kann man mehrfach benutzen und die sind nicht, ja, die sind nicht so verschwenderisch wie Backpapier. Aber ich sehe gerade, der Filouteig kommt auch schon auf einem Backpapier. So, und den rollen wir jetzt vorsichtig aus. Meiner ist schon mal gefroren gewesen, deswegen ist der hier ein bisschen eigen an manchen Stellen. Und der besteht ja auch aus ganz vielen dünnen Schichten. Und jetzt muss ich selber mal gucken, wie der hier gepackt ist. So, da ist was. Hier ist was. Mir macht das jetzt nichts, wenn der so ein bisschen zerkrümelt, aber ich nehme das mal kurz alles rüber. Dann können wir damit, glaube ich, ein bisschen besser arbeiten. So. Das Einzige, worauf ich achte, ist, dass unten drunter eine Schicht ist, die einigermaßen komplett ist. Und weil ich schön viel Füllung habe, lege ich mir das auch ein bisschen breiter. Und was ich jetzt immer mache ist, dafür brauchen wir die zwei Eier. Ich verquirle jetzt die Eier mit einem Backpinsel. Jetzt gehe ich erstmal hin und pinsel hier die Schicht für Schicht ein. Keine Ahnung, ob das traditionell auch so gemacht wird. Ich mache das halt. Und dann lege ich die nächsten Schichten drauf und schau halt, wenn ich hier so Stückchen habe, dann lege ich die eher am Rand, weil hier in der Mitte überlagert sich das ja schon. Wie gesagt, dass meiner jetzt ein bisschen mehr blättert und auseinanderfällt, als der normalerweise tut, das liegt jetzt daran, meiner war schon mal gefroren. Weil ich habe meinen aus dem Foodsharing und da ich das nicht immer gleich alles verbrauche, was ich da hole, friere ich dann halt auch mal sowas ein. Und gerade so Teigsachen kann man eigentlich problemlos einfrieren. Dadurch, dass man das ja auch wieder in Schichten verarbeitet, ist das auch gar kein Problem, wenn das so krümelig ist.
Die relativ intakt sind. Und man kann natürlich auch, ich glaube, so ist es auch klassischer, zwischen jeder der Schichten Füllung machen. Aber ich möchte im Prinzip so einen schön knusprigen Rand, wie beim Strudel. Ist ja auch ein Strudelteig. Und deswegen schichte ich die so ein bisschen übereinander. Ich habe aber auch noch nie einen traditionellen Strudel oder so gebacken. So, jetzt sind da nur noch so Reststücke. Ich schaue einfach, dass ich jetzt noch möglichst viel davon verwenden kann. Und ich hätte jetzt natürlich auch die Kamera ausmachen können und das ohne euch vorbereiten können. Aber ich sage immer, Teil meiner Videos ist halt, dass ich euch wirklich jeden Schritt zeige und auch was bei mir schief geht und euch erkläre, warum vielleicht. Weil ich hasse es, wenn man dann nur so Ausschnitte sieht und dann fehlt was Wichtiges, was für den, der es erstellt, vielleicht nicht so wichtig ist. Auch für jemanden, der es zum ersten Mal macht, vielleicht wichtig ist. Ich muss das unbedingt mal noch mit einem Kruschenteig ausprobieren und gucken, ob der auch so am Papier klebt oder ob das jetzt vom Einfrieren kommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es vom Einfrieren kommt, weil ich weiß, auch Pizzateig und so wird klebriger, wenn man ihn einfriert. Jetzt mache ich noch mal eine gute Schicht Ei drauf. Deswegen habe ich auch zwei Eier genommen und nicht nur eins. Weil ich liebe Ei und ich finde, Ei ist ein gutes Bindemittel. Und es macht den Boden auch ein bisschen saftiger. So, jetzt habe ich im Prinzip hier noch reichlich Ei drüber. Ich brauche aber nur noch ein bisschen zum Bestreichen. Deswegen das restliche Ei kommt in die Füllung und ich lasse nur noch so eine kleine Pfütze übrig.
Dann rühre ich das nochmal durch. Und dann lege ich das der Länge nach hier in die Mitte. Jetzt verteile ich es noch ein bisschen besser, also wirklich, dass von vorne bis hinten ungefähr gleich viel Füllung ist. Und dann gehe ich mit der Backmatte, ich mache mal von oben zuerst, dann seht ihr das, gehe ich hin und klappe die erste Seite hoch. So. Schau mal, vielleicht kann ich euch ein bisschen weiter wegnehmen, das seht ihr ein bisschen mehr. Schön ein bisschen festdrücken. Dann gehe ich hin und mache hier nochmal Ei drauf. Und dann gehe ich hin und klappe die zweite Seite hoch. Ich drücke das richtig schön an, weil ich will ja nicht, dass es wieder aufgeht. Dann nehme ich im Prinzip das restliche Ei und pinsel es drüber. Das macht einfach am Ende eine schöne Backfarbe. So, ich nehme wirklich den ganzen Rest, soll ja nichts übrig und verschwendet werden. So, und jetzt kommt das einfach in den Ofen. Ich schiebe es bei 180 Grad. Ich kann euch jetzt leider noch keine Uhrzeit sagen, weil ich das gerade selber das erste Mal mache. Und ich backe das einfach, bis es schön braun und knusprig ist. Und wir hören uns wieder, wenn das Ding aus dem Ofen kommt. So, ihr Lieben. Schaut euch diese Prachtrolle an. Sie war jetzt 20 Minuten bei 180 Grad im Ofen. Und ich finde, die sieht hervorragend aus. Und wir werden sie gleich mal anschneiden. Allerdings muss ich mal schauen, wie ich das mache, weil ich möchte mir natürlich nicht in die Folie schneiden. Das wird übrigens für mich 4 Portionen. Ich esse jetzt eine Portion zum Mittag, dann heute Abend eine und für morgen dann auch noch mein Mittagessen und Abendessen. Deswegen. Oh, das klingt sehr schön knusprig. Ich nehme gleich mal einen Teller raus. Und dann kann ich es nämlich euch auch zeigen. Seht ihr das von der Seite? Wie schön die Füllung noch da drin wirkt. Es ist wirklich knusprig. Die Füllung ist saftig. Es läuft aber auch nicht viel aus. Genauso wie es sein soll. Genau, damit sind wir auch schon am Ende. Und ich sag mal so, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal.